großartig ist bitte das denn? Erwachsene Kerle, die auf einer Garteneisenbahn auf ihren eigenen Lokomotiven in der Landschaft rumfahren. Gibt es irgendwas Besseres? Ich glaube nicht. Die Eisenbahn dort ist, wie gesagt, eine Garteneisenbahn, ist irgendwie auch klar, ne? Ist ein großer Garten, ist in Privatbesitz und ab und zu gibt es dort Tage der offenen Tür. Und da war ich da. Und dann habe ich ein bisschen da mit den Leuten geschwatzt und habe mir die Lokomotiven angeguckt. Und das Ganze ist im Bergischen Land. Und die Spurweite ist, glaube ich, 7 Zoll. Und die Gleislänge ist insgesamt 6 Kilometer. Die Bahn wurde angefangen vor 27 Jahren. Großartig, oder? Dazu muss man natürlich auch ein bisschen Land haben. Hat der gute Mann. Die Lokos übrigens wiegen so mal locker eben 100, 150 Kilogramm. Entweder Dampf oder Elektro. Klar, Elektro mit eigenen Akkus an Bord. Super geil. Jedenfalls, willkommen zum 29. Teil von Leonthal. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, hat ein bisschen gedauert, aber bitte, ja, das Wetter, was soll ich machen? Bei schönem Wetter und so weiter, habe ich alles schon erwähnt, Moped fahren, Fahrrad fahren und so weiter und so weiter. Jedenfalls, ich bin wieder da, es geht weiter, natürlich geht es weiter und jetzt fängt die Hochsaison an, nämlich Herbst, Winter, Frühjahr. Ganz klare Sache. Worum geht's heute? Es geht heute um Schotter. Gen langweiliges Thema. Ist es eben nicht. Schotter ist mir unheimlich wichtig. Und zwar so wichtig, dass ich da mehrere Teile dazu machen werde, denn es geht erstens heute um die Wahl des richtigen Schotters. Zweitens dann, wie man das Ganze anbringt. Und drittens, was man noch damit machen kann mit Verfeinern, das heißt Altern und Gleise altern und das alles zusammen. Heute geht es um die Größe des Schotters und ich postuliere hiermit die 10-Steine-Regel. Schotter ist mir deswegen wichtig, weil ich habe viele Anlagen auf Börsen und Ausstellungen gesehen und auch Privatanlagen und ich stelle immer wieder fest, es gibt Anlagen, bei denen die Größe der Steine, des Schotters, meiner Ansicht nach, und das muss ich nochmal ganz klar sagen, das ist meine Ansicht, nicht die Ansicht, falsch ist, und zwar zu groß. Zu klein fällt weniger auf als zu groß. Und Schotter ist deswegen wichtig, weil Schotter verteilt sich auf der ganzen Anlage überall. Das ist eine einheitliche Geschichte. Man kann mal ein Haus falsch machen oder irgendwas nicht in Ordnung machen oder es ist nicht ganz maßstabsgerecht oder irgendwie sowas. Alles in Ordnung. Aber Schotter, finde ich, ist super wichtig und muss richtig gemacht werden. Ich habe im Laufe der Jahre mir einfach überlegt, wie kann man das machen. Ich habe Schotter natürlich schon verwendet und verbaut und wie kann man das am einfachsten machen. Und es ist wirklich einfach. Der erste Schritt ist, rausgehen, Fotos machen. Zu der Gleisanlage, zu den Gleisen, bei denen man denkt, das passt zu meiner Anlage. Das heißt, es hat natürlich keinen Sinn, zu irgendeiner Museumsbahn zu fahren, um solche Gleise hier, sich das Vorbild für solche Gleise zu suchen. Es muss schon genau das oder einigermaßen das sein, was man dann tatsächlich auch bauen möchte. Rausgehen, Fotos machen und sich das Ganze mal angucken. Und dann wird man was Erstaunliches feststellen. Was habe ich gemacht? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin rausgegangen und habe Bilder gemacht. Und zwar habe ich mir eine Strecke ausgesucht, nicht weit, und zwar in Remscheid. Das sind aktuelle Bahnstrecken, so wie sie im Augenblick aussehen. Links offensichtlich Beton, rechts Holz, rechts auch nicht so häufig verwendet, würde ich behaupten. Das Ganze oben von der Brücke runtergeschossen. Man sollte natürlich vielleicht nochmal dazu erwähnen, es ist wirklich wichtig, nicht auf Gleise zu gehen oder nah ranzugehen, sondern das möglichst mit Sicherheitsabstand zu machen. Ich sag's nur nochmal. Jedenfalls, das sind Aufnahmen von Gleisen, die werden mir helfen später für die Farbgestaltung vom Schotter. Interessant, ne? Wie das hier beides komplett unterschiedlich ist. Und jetzt in diesem Augenblick geht es eigentlich nur um die Größe.
Und dazu zoomen wir mal ganz gepflegt dran. Das ist die Größe des Schotters, wie sie im Vorbild einigermaßen richtig ist. Und jetzt zählen wir einfach mal locker durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interessant, oder? Wenn wir das Ganze mal mit einer anderen Aufnahme machen, diese hier, von derselben Strecke, ich glaube ein anderer Abzweig, ich weiß nicht mehr genau, von der Seite gemacht, auch mit nötigem Sicherheitsabstand. Yes, ja, reinzoomen. Dasselbe Spiel nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ungefähr. Hier hinten schauen wir uns das nochmal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wird klar, worauf ich hinaus will. Ja? 10 Steine ungefähr passen im Original zwischen die Schwellen. Nicht mehr und nicht weniger. Von der Strecke, die ich mir hier als Vorbild genommen habe. Nochmal, alle Strecken sind natürlich verschieden. Das gilt vermutlich nicht für, keine Ahnung, für die Pfalz oder für Mecklenburg-Vorpommern oder für sonst wo. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass, was Schotter angeht, ist es relativ einheitlich. Ist übrigens in Großbritannien genau dasselbe. Auch dort habe ich die 10-Steine-Regel für mich selbst definiert. 10 Steine passen zwischen Schwellen. Und genau diese Größe will ich nehmen. Nichts anderes. Das Vorbild ist nun mal genau das, was wir nachbilden wollen. Also warum nicht sich daran auch orientieren? 10 Steine. Die 10-Steine-Regel. Ganz einfach. Was hilft einem das jetzt? Ist ganz klar, ist irgendwie logisch. Man sucht sich jetzt entsprechend den Schotter aus, der tatsächlich auch dieser Größe entspricht. Es gibt natürlich endlos viele Hersteller für Schotter und es gibt es auch bei eBay und es gibt es bei sonst wem. Du kannst vermutlich auch in China ordern, schätze ich mal. Ich empfehle, Proben zu ordern und sich an den Angaben der Hersteller zu orientieren, aber nicht unbedingt zu folgen. Denn viele Leute sagen zu Recht, und ich würde mich dem anschließen, dass manche Schotterarten etwas zu groß sind für das, was von den Herstellern vorgegeben wird. Aber das macht ja nichts. Wenn man sich Proben ordert, die ungefähr passen, und sich dann mal anguckt, wie das Ganze aussieht, dann sucht man sich entsprechend dem Original aus, was richtig ist. So, Probeballast. Ich habe hier mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar habe ich ein Gleitstück genommen, ihr erinnert euch, das war mal für die Verlegung von Kork und habe ein paar Ballaste draufgeschmissen. Das hier ist von Woodland Scenics, große amerikanische Firma, offensichtlich die Farbe eher für den amerikanischen Bereich. Das Ganze nennt sich Medium Ballast, ist auf jeden Fall für diesen Maßstab empfohlen, wobei sie es nicht ausdrücklich sagen. Muss man fairerweise sagen. Ist aber zu groß, ganz eindeutig. Das sind keine 10 Steine. Das hier ist von Noch. Noch macht ganz tollen Ballast, finde ich. Habe ich verwendet, lässt sich fantastisch verarbeiten, ist wirklich großartig. Ist aber auch interessanterweise zu groß. Dann haben wir hier ein ganz anderes Extrem, nämlich Minitec. Und zwar für Z. Das Zeug ist wirklich sehr, sehr fein und sehr klein. Ich habe den noch nicht verarbeitet, ist aber eine große Firma, kennt man, ist auch bekannt. Die sind mir etwas zu klein, glaube ich. Wobei, wenn man es mal durchzählt, ich habe mir mal die Mühe gemacht unter der Lupe, kommt man auf so circa 12, 13, 14 Steine. Also nicht wesentlich zu klein. Das finde ich ganz interessant. Wenn man das hier nehmen würde, wäre es etwas zu klein vermutlich.
Das auf jeden Fall zu groß und das zu groß. Wobei solche Sachen werden durchaus verwendet auf Anlagen. Aber es haut einfach nicht hin, wenn man sich an das Original halten will. Ganz wichtig ist aber auch vielleicht zu sagen, jeder kann natürlich machen, was er will. Ja? Wenn man sagt, dieser Ballast gefällt mir, den nehme ich, dann nehmt ihn. Überhaupt kein Problem. Ich finde nur, die Größe muss stimmen. Überhaupt keine Frage. Und noch ein Ballast, den ich auch mal ausprobiert habe. Das stammt von irgendeinem britischen Hersteller. Ich glaube von Gauge Master. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist empfohlen worden für 0,0. Sieht gut aus, lässt sich leider nicht so gut verarbeiten. Wenn man da mit Flüssigkeit rangeht, dann wischt sich das alles schnell weg. Die Größe finde ich gut. Wenn man das mal durchzählt, das müsste einigermaßen hinhauen. Kann ich aber nicht mehr verwenden, werde ich nicht mehr verwenden, weil ich keine Lust habe, jetzt noch irgendwie in Großbritannien da irgendwie was nochmal zu ordern. Aber ihr seht das Dilemma und auch mein Dilemma, wobei ich mich, glaube ich, entschieden habe, was ich machen werde. Es ist wirklich unheimlich wichtig, Proben bestellen, ausprobieren und dann die Steine ganz schlicht und einfach durchzählen. Alles klar soweit? Man sollte sich, und das ist meine Erfahrung, nicht unbedingt an den Angaben der Hersteller orientieren oder festmachen lassen, sondern lieber selber entscheiden, das ist genau die richtige Größe. Denn es ist wirklich ganz einfach. Rausgehen, gucken, so ist das Original und dann dieselbe Größe wählen für die eigenen Gleise. Ich denke, ich muss noch weiter probieren, denn das gefällt mir alles noch nicht so sehr. Das ist aber auch mein Fazit. Man sollte kleine Mengen sich vorbestellen, ausprobieren, auch die ruhig mal verarbeiten. Denn manche schwimmen mal ordentlich weg, wenn man da so die üblichen Geschichten draufpackt. Wie man das fixiert, dazu komme ich noch später. Es ist wichtig, sich wirklich hinzusetzen und sich Zeit zu nehmen, denn der Schotter, das ist eine einmalige Geschichte. Und wer das jemals probiert hat, weiß, Schotter wieder rauszureißen, Gleise wieder rauszureißen, ist kein Spaß. Das heißt, es muss beim ersten Mal richtig und perfekt sein. Finde ich zumindest. Nochmal, wenn jemand sagt, ich nehme den und den, der gefällt mir, wunderbar. Ich für mich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass das Schotterbild stimmt. Die Farbe, erst die Größe, dann die Farbe und dann natürlich, dann reden wir, wie gesagt, über Altern und all so ein Kram. Ich denke, ich werde bei Minitech bleiben, das gefällt mir ziemlich gut. Ich werde vielleicht mischen, denn wir haben auf dem Bild gesehen, natürlich sind die Schotter, die Steine nicht alle gleich groß. Es gibt kleinere und größere. Vielleicht werde ich TT und H0 mischen. Ich bestelle mir weitere Proben, mixe das zusammen und wenn ich dann das perfekte, für mich perfekte Ergebnis gefunden habe, dann werde ich es verarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid für die lange Pause, aber so ist das. Jetzt wird es wieder regelmäßiger werden und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Cheerio!